herzlich willkommen wieder zum Mock-Montag am Dienstag. Ja. Und zwar wieder mit Eindrücken nochmal aus dem Herbst im Skærbæk, im südlichen Dänemark gelegen. Und da werden wir noch ein paar Mal reingucken, weil ich da so viel Material habe, wie zum Beispiel diese wunderschöne und wirklich große und detaillierte Burg, die wir hier sehen, inklusive auch Bewegung. Also da wird gekämpft, wenn auch nur Mann gegen Mann, aber immerhin, es wackelt sich da einen, als wenn eben kein ritterlicher Morgen mehr wäre. Wer will, kann auch sagen, warum immer nur Ritter? Man kann auch ein bisschen Crossover hinkriegen. Da haben wir dann noch mal ein paar Dinos. War wahrscheinlich noch über, wie auch immer. Fand ich irgendwie witzig. Insbesondere aber, wie die Mauer dort eingerissen war an der Stelle, was man ja gerade eben da auch sah. Im Innenhof geht es da eher etwas klassischer zu. Abgesehen davon, dass es da auch herbstlich ist. Es sieht so aus, als wenn da die ganzen Blätter auf dem Boden liegen, durch diese farbliche Gebung. Wir haben da Maiten, die da rausgucken. Und ja, okay, da drüber dann doch nochmal der Dino mit dem Croissant. Ja, der Herr hat wohl ein bisschen zu viel gesoffen, da, wie er da hängt. Vielleicht auch zu viel O-Saft. Das geht ja einem auch irgendwann auf den Magen. Und wir können auch reingucken. Also hier ist es beleuchtet. Es wird nachher auch mal ein paar Tagen, vielleicht auch Wochen, eine Folge geben, wo ich nur die beleuchteten Sets einmal zeige. Es wird dann nämlich abends nachher das Licht ausgemacht. Das sah dann auch nochmal schön beleuchtet, interessant aus. Aber wir sehen zum Beispiel im Stall die Pferde und ein paar Ritter, die da patrouillieren. Sehr schön. Ja, ganz viele Teutoburger Waldschlachtenschläger sind hier. Also da sind das die Römer oder was? Also so, ich stecke da jetzt wieder zu wenig drin. Kann aber sagen, ja, warum immer nur irgendwelche Klontroopers oder sonst was? Das ist doch mal was, die Römer hier übers Gelände schicken. Also, Benedikt, der übrigens auch da war bei der Veranstaltung. Vielleicht läuft er irgendwo im Hintergrund herum, man weiß es nicht. Da, und hinten die Beine, das könnte er gewesen sein. Naja, vielleicht auch nicht. Das wird er schon selbst entscheiden, wann er sein Gesicht zeigt. Was man hier sieht, ist, everyone is awesome, mal in ganz klein. Wenn man mal keinen Platz hat, das geht auch bei diesem Set, wenn man für den großen Wolf, den wir gleich sehen werden, keinen Platz hat, nimmt man eben den kleinen von Sascha Drebitz. Der hat es nämlich gemacht. Schöne Wolfsbabys, aber auch schöne Wolfsmutter wahrscheinlich. Also was Großes in der Mitte haben wir, glaube ich, auch schon mal hier und da gesehen. Ändert ja nichts daran, dass dieses flauschige Fell, ja, wenn man näher kommt, dann doch so seine Kanten hat. Hier mal mit Mindstorms, ganz was anderes, nämlich ein Spiel, ein Reaktionsspiel, das hier ausprobiert werden konnte und mit wenigen Tasten drückt. Man sieht auch immer, wie die Tasten dann hochgehen. Dann führt durch, also einfach, aber lustig. Das gilt natürlich auch für diesen Drachen, den hat man ja auch schon gesehen. Den gab es ja von Lego selber auch mal. Ich glaube aber nicht ganz in dieser Größe. Dann Thomas Silboom hat, was man da sah, Ölpumpen. Da fragt man sich, wo sind die Ölpumpen? Ich sehe Enten kreisen und ich vermute, das wird irgendwie mit Magneten gelöst worden sein. Das finde ich cool. Sowas finde ich wirklich witzig. Wird es von Lego wahrscheinlich niemals geben, aber sieht beeindruckend aus. Aber da sind die Ölpumpen. Genau, da hinten wird es Öl gefördert. Ich vermute mal, im Skærbækker Flachland, erst recht in dieser Halle, wird man da auf nichts stoßen. Wir stoßen dann aber auch noch auf dieses Pixelgewirr, das sich dann, je weiter man weggeht, ja, immerhin zu einem Avenger, Dr. Strange, auftut. Daneben haben wir dann noch Guardians of the Galaxy, Groot und dann Queen, wenn ich das noch recht identifiziere. Bei Queen, das ist ja so dieser Stil, wie wir es ja auch schon bei den Beatles hatten. Also wenn Lego Arts wahrscheinlich irgendwie richtig reinhaut, was ich immer noch nicht so ganz glaube, dann wird es wahrscheinlich auch nochmal Queen geben. Aber da haben wir schon mal gesehen, wie es denn aussehen könnte. Wir haben da ein bisschen Schlümpfe, ein bisschen Mickey Mouse. Also mit diesen Mosaiken kann man schon sehr viel Schönes machen. Erst recht, also ich finde ja auch die beiden Mickey Mouse und Minnie Mouse, die es ja zu kaufen gibt, sehr schön. Und was mir wirklich bei dieser Lego Art Serie fehlt, ist echte Kunst. Da, die sind ja teilweise, wenn die Leute ja doch schon 70 Jahre tot sind, die es gemacht haben, die Bilder, sogar rechtefrei. Also da würde ich mir wünschen, dass in diese Richtung nochmal was kommt und nicht nur so Pop-Art, sondern richtige Kunst. Und da fallen mir viele Bilder ein, die ich gerne in Lego-Form bei mir hängen hätte. Und weniger die Beatles. Aber das ist jedem selbst überlassen, was er da wahrscheinlich gerne hätte. Ich sage ja nur, hätte ich gern. Obwohl, wir haben ja demnächst ein Kunstwerk kommt ja noch in der Ideas-Serie. Genau. Dann dieser
Löwe ist es wahrscheinlich. Leopard, Löwe, Löwe würde ich sagen. Immerhin abgezirkelt, nicht Vorsicht bissig. Ne? Der Simon, der hat sich gedacht, warum immer nur so einen kleinen T1 in einer Farbe? Machen wir doch mal ganz, ganz viele daraus. Das finde ich beeindruckend. Sind natürlich ganz kleine, die finde ich aber auch süß, klasse gemacht. Also die sind für sich schon so als Einzelstück, finde ich, sehr beeindruckend detailreich und erkennbar. Aber das Gesamtensemble war ja jetzt mit den ganzen Farben natürlich cool. Dann haben wir hier Christoph Ruge. Den kennt man zum einen dahergehend, dass er die ISS, das Ideaset, was ja dann auch tatsächlich auf dem Markt kam, gebaut hat. Man kennt ihn vielleicht, wenn man bei Ideas so ein bisschen durch die Gegend klickt, mit seinem aktuellen Projekt auch. Das ist nämlich das hier, Catan. Siedler von Catan in Lego-Form. Kann man noch für voten, sei noch erwähnt. Und man kennt ihn ja vielleicht auch als Mitautor und insbesondere Erschaffer der Modelle von eigenen Lego-Modelle programmieren. Da sind ja Michael, meine Frau und ich auch noch dran beteiligt. Deswegen blende ich hier an dieser Stelle mal Werbung ein. Weil das Buch kann man natürlich noch kaufen. Wunderschön für Weihnachten geeignet. Das sind die Modelle übrigens, die hat er da auch nochmal hingestellt, die man dort mit drin die Anleitungen findet, die man dann nachbauen kann, wenn man die Teile sich natürlich auch besorgt. Die Teile sind beim Buch dann leider doch nicht dabei. Ja, dann Queen hatten wir ja vorhin schon. Jetzt sind wir nochmal beim Live-Konzert. Kleine Bühne, ja, aber Freddie Mercury mit Schnauzer eindeutig zu erkennen. Da ist er, ne? Also war ja bei Ideas auch schon mal mit Queen, glaube ich, was. Dann ist er leider dann nicht weitergekommen. Dann Charlie Chaplin, Modern Times. Die Älteren erinnern sich noch an den Film. Ein ganz berühmter Schwarz-Weiß-Film. Und daher geht auch einiges in Schwarz-Weiß. Und das berühmte Förderband. Da ist er ja nachher auch in diesen Rädern drin. Das ist ja so ein ganz berühmtes Bild auch für die Visualisierung der Industrialisierung, wie er da in diesen Zahnrädern drin hängt. Die Reise nach Jerusalem habe ich mir mal ganz anders vorgestellt. Ohne Turtles, aber ja doch, Schafe waren da wahrscheinlich auch. Wir sehen gleich auch ein bisschen Krippe. Da liegt das Baby. Wir gehen ja auch auf die Weihnachtszeit zu. Dann haben wir hier eben auch eine schöne, bunte, ganz andere Krippe mit einem Zug drumherum. Dann kommen wir zu Lampen. Man kann auch Lampen bauen, wie wir hier sehen, aus Lego-Elementen. Da sehen wir schon, hier Dark Lights nennt sich dieses Ensemble. Da sehen wir es. Ich gehe sehr schwer davon aus, dass da auch Fremdteile drin sind, weil solche Glühbirnen habe ich bei Lego noch nicht gesehen. Macht aber nichts. Trotzdem schön. Also natürlich aus Technik gebaut und damit, ich glaube, den steht zumindest funktionsmäßig den nichts hinterher, was so sonst sind. Superhero Tower. Natürlich ganz unten der Emmett in erschrocken und dann geht's hoch. Ja, da den großen Daily Bugle habe ich ja bei mir stehen, aber das ist ja hier dagegen hier ein kleines Klohäuschen. Also der Daily Bugle gegen das hier. Das ist wirklich groß. Also mit viel, also wirklich allen, nein nicht allen, aber ganz vielen Superheroes, die da an diesem Turm entsprechend verteilt sind. Sogar die Daleks haben sich mit Dr. Who dahin verirrt. Da unten sahen wir es gerade. Und da geht's hinauf. Ja, dann darf natürlich mal irgendwie so ein Monster da oben auch nicht fehlen. Jo, ne? Da alles mit den Lilanen, da kann ich jetzt gerade nicht identifizieren. Aber da sind sie, die Daleks. Ja, ja, das ist auch so eine seltsame Figurenreihe. Die merkt man, ist in den 50ern stehen geblieben, mussten sie aber für die aktuellen Folgen von Doctor Who irgendwie dann trotzdem weiternehmen. Snokes Thronsaal. Das sehen wir hier. Da sieht man auch wieder, wie schön Schwarz und Rot miteinander farblich harmonieren. Das sieht schön aus. Nur der Snoke, der sieht man da oben, der sieht nicht mehr so gut aus. Den hat es im wahrsten Sinne des Wortes zerlegt. Aber nun ja, bei Lego ist ja alles nur temporär zerlegt. Das kann man ja wieder zusammendrücken. In der Geschichte, glaube ich, war das dann nicht mehr so einfach. Die Tür, the door. Ja, da fragt man sich erstmal, welche Tür ist gemeint. Wir haben einen Friedhof, sieht morbide aus. Da haben wir irgendwie so einen Teufel, der holt sich da schon mal welche. Aber die an ihm vorbeikommen, die gehen dann hier diese Treppe hoch. Es wird von schwarz in grau bis weiß. Jesus Christ, Superstar, da auch noch dazwischen. Daumen hochgerenkt, kommt zu mir. Und dann gibt es oben das Glück in lila Herzen oder in pinken Herzen. Ach, wie schön, ne? Also, und der Herrgott sitzt dann da auch noch auf seinem Trönchen. Finde ich eine witzige Idee. Das ist, ja, da so wenn es so ist, dann ist es so, ne? Viel Lego dann im Himmel, allem anscheinend nach auch. Dann haben wir hier, das ist Hogsmeade, der Bahnhof von Hogsmeade. Den gab es so, glaube ich, von Lego auch tatsächlich noch nicht. Also der ist auch im Film, glaube ich, selten so richtig zu sehen. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen interpretiert, was wir hier haben. Klar, London, den Bahnhof, den
mit dem entsprechenden 9¾-Gleis. Das gibt es ja als Set öfter schon. Aber hier, wo sie ankommen, ne, das finde ich mal ganz interessant zu sehen. Typische englische Bauweise natürlich auch mit dem Haus, was man da sieht. Und natürlich auch der entsprechende Hogwarts Express in Rot. Und da haben wir ein paar Eulen, da wird abtransportiert. Da wird schon mal ein bisschen gezaubert und ja, wahrscheinlich nicht nebelfeucht durchgewischt mit dem Besen, sondern eher drauf geritten. Arkham Asylum. Nach Hogsmeade und Harry Potter sind wir jetzt also beim Arkham Asylum und bei Batman trifft auf Bane und das Arkham Asylum, das gerade da von Croc, glaube ich, heißt der, bestiegen wird. Und ja, da ist jemand aber irgendwie nicht so begeistert, glaube ich. Seltsame Armhaltung, fragt man sich. Was will der da? Ich weiß nicht, in welche Richtung er fliehen soll. Jo, viele schöne Details, die wir hier sehen. Menschen ohne Arm, beziehungsweise Minifiguren ohne Arm. Da oben haben wir dann noch diesen Clay, glaube ich. Der sieht zumindest so aus. Ja, und dann, wo Arkham Asylum ist, ist die Batcave nicht weit. Hier ist nämlich eine große Batcave in einer Größe, wie wir sie leider von Lego wahrscheinlich auch niemals bekommen werden. Ja, aber immerhin ist da auch mal Platz. Das ist mal nicht nur einfach so Bildschirm mit ein bisschen was dran, sondern da haben wir gleich mal mehrere Stockwerke und der Butler ist da. Klar, den haben wir sonst auch. Und das, ja, Robin natürlich. Dann der Batwing, der da auch seinen Parkplatz hat. Unten das Batmobil in klein. Jo. Paar Märchen von Herrn Andersens Märchen hier. Wer möchte, kann das natürlich erkennen. Das gerade sahen wir, war ja das, was auch tatsächlich mal als Set rausgekommen ist, als GWP, Gift with Purchase. Die anderen sind danach frei weiter identifiziert und interpretiert. Das heißt, da hat jemand diese Idee, Andersens Märchen ins Buch zu legen, ohne dass man zuklappen kann, dann weiter verfeinert. Apropos weiter verfeinert, Oliver Goetz hat sich, glaube ich, gedacht, man muss doch Vögel in ganz verschiedenen Formen und Arten hinkriegen, mit mehr oder weniger immer der gleichen Grundfigur und dann entsprechend modifiziert. Und das sehen wir hier, da hat er wirklich Massen. Ich durfte auch einen mitnehmen, also nicht aus dieser Ausstellung, aber er hatte so einen, den er mir gegeben hat. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Und die sehen wirklich lustig aus. Also vor allem so von Entenform über Schwanform, so ein bisschen nur modifiziert und schon ist das Zeug so was von cool. Und er hat auch Brickheads zu Futurama gebaut. Da sind sie nämlich. Also ich muss gestehen, es ist bei mir ja doch schon ein bisschen her, dass ich die Serie gesehen habe. Ich fand sie sehr cool. Ich erkenne da natürlich Bender wieder und ja, so dunkel erinnere ich mich auch an diese Weihnachtsmänner da. Er erzählte mir übrigens, dass er erst versucht hat, mit Stickern zu arbeiten. Das hat aber wohl irgendwie nicht so richtig hingehauen. Deswegen hat er, wenn ich es richtig verstanden habe, teilweise auch ein bisschen gemalt jetzt. Ja, also ich kriege, wie gesagt, nur bedingt welche hin. Ich habe das Gefühl, ja, da ist schon hier und da was, was mir, ja, gerade hier sieht mit die Einäugigen, ne, und so weiter. Also klar, die sind schon deutlich dabei. Auch diese Familie, stimmt. Wie hieß die denn nochmal? Gleich sehen wir auch noch Hypnotod. Oder auch hier die beiden. Naja, also Futurama ist auch so eine Serie, da hätte ich mir auch sehr gewünscht, während wir hier nochmal den Kopf von Nixon sehen, dass man dort das Ganze ja, zumindest das Raumschiff, das war ja auch schon angekündigt mal bei Ideas und im Wettbewerb drin gewesen, dass man das hätte, ja, rausbringen können. Gerade dieses ikonische Raumschiff. Aber ist leider nichts geworden. Also, ja, ist wie es ist, ne? Schön. Also gerade auch hier dieser Frosch. Ist das Hypnotod oder was? Wie auch immer. Also wirklich sehr schöne Brickheads. Und wir haben auch noch ein paar mehr, wie wir jetzt hier gleich sehen werden von ihm. Mal sehen, ob irgendwann Lego auch auf diesen Trichter nochmal kommt. Und hier haben wir noch ein paar weitere Varianten. Da finde ich vor allem einmal die kleinen Brickheads da unten und auch diese Holzenden schön. Aber eben auch den Ludwig van Beethoven, den wir da unten drunter gerade sahen. Da sehen wir ihn nochmal mit seinem wallenden Haar als Brickhead. Man merkt also, das Thema ist durchaus noch nicht zu Ende erzählt. Also da ist noch viel möglich. Mal sehen, was Lego davon selber dann umsetzt. Ja, und das war's für heute mit dem Mock-Montag am Dienstag. Bis bald und tschüss.